oaad.de. One of a day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge mit einer Android App. Und zwar der App Star Wars X-Wing. Kommen wir zu den technischen Daten. Erforderliche Android Version 4.1 oder höher. Aktuelle Versionsnummer 1.89. Und bei 18.867 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 4,2 Sternen. Das ist doch einfach mal gar nicht so schlecht. Es ist ein Gratis-Spiel und ich würde nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass das Spiel jetzt offiziell Star Wars Disney lizenziert ist, wie die anderen Star Wars Spiele da draußen. Nichtsdestotrotz ein nettes Spiel oder gerade deswegen vielleicht, ich weiß es nicht genau. Hier steht es sogar. Ich lese es euch gleich nochmal vor, ich lese euch die Beschreibung vor. Das Reich kommt, die Feinde mehr und mehr mächtig. Zerstöre Sternenzerstörer und alle Kämpfer. Es gibt drei Wachen im Kampf, Wahl. Laser, Wärmesuchflugkörper und Schiffskiller-Bombe. Nein, Schiffskiller, habe ich das eben ernsthaft gesagt? Schiffskiller-Bombe. Meine Güte, wie bin ich denn drauf? Ich weiß es nicht. Hier steht es auf jeden Fall nochmal. This is entirely unofficial, unlicensed Star Wars game. Also nicht inoffiziell und unlizenziert. This is just fans to fans. Und was soll man sagen? Ja, das ist nichts für Leute, die wirklich lange ein Spiel spielen möchten. Die jeweiligen Level oder Missionen sind sehr kurz oder sind recht kurz gehalten. Zum Beispiel irgendwie müsst ihr einmal 5 TIE Fighter abschießen mit eurem X-Wing zum Beispiel oder mit eurem A-Wing oder die ganzen Flugzeuge halt oder 8 TIE Jäger abschießen etc. pp. Jeweils immer ein Level, 2, 3, 4 Minuten pro Level. Die Umgebung ist ganz nett. Die Animation oder das Design der Raumschiffe ist nett gemacht, finde ich. Der Sound passt gut, obwohl nicht immer die offizielle Star Wars Musik, aber von einem inoffiziellen Star Wars Game erwarte ich das auch gar nicht, ehrlich gesagt. Und wenn ihr mit dem Schiff Kurven fliegt, das macht ihr mit dem virtuellen Joystick und mit der virtuellen Taste schießt ihr, dann wirkt es ein bisschen so, als wenn, wie in den alten Star Wars Filmen. Also ihr fliegt nicht wirklich eine Kurve, sondern ihr schiebt so ein bisschen das Bild von links nach rechts. Das sieht ganz cool aus und erfreut mein Retro-Herz sehr. Alle Daumen hoch und absolute Download-Empfehlung für Star Wars X-Wing. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.